Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Train Sim World 2 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zingis. Ja, wir sehen es, wir stehen hier gerade vor Deutschlands schnellsten Klimaschützer. Das ist in diesem Fall der ICE3 und mit dem werden wir jetzt auf der neu erschienenen Strecke von Augsburg nach München fahren. Ja, das Ganze bei wunderschönem Wetter. Da links fährt auch gerade ein Kollege mit der Baureihe 425 los. Ich glaube, eine Baureihe 423 sollte hier auch noch rumtingeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja, aber das dann wahrscheinlich eher so im Raum München. Und tja, Wetter ist schön, Zug steht hier schon soweit fertig, Türen sind gerade noch geöffnet. Hier auch mit diesem wunderschönen grünen Strich. Noch besser gefällt mir, um ehrlich zu sein, die Europa-Lackierung, also mit dem blauen Streifen. Aber gut, so kann sich's schon sehen lassen. Wir fliegen einmal kurz über den Augsburger Bahnhof drüber. In Augsburg, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich noch nie so wirklich länger. Also, falls ihr Augsburg schon des Öfteren mal gesehen habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob der so einigermaßen umgesetzt worden ist. Beziehungsweise generell, wie die Strecke so ja, euch gefällt, beziehungsweise wie das Ganze auf euch wirkt. Ja, und falls euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Like da lassen. Und tja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Aber hier hinten wird übrigens richtig gebaut. Mensch, Großprojekt Augsburg Hauptbahnhof. Ja, hier ist was los. Da hinten steht auch ein Güterzug. So will man das. Schön viel los. Auf dem Bahnsteig ist auch ein bisschen was los. Passt. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall rein in die Kiste. Dann würde ich mal sagen, schalten wir kurz noch die AFB ein. Das machen wir jetzt mal kurz hier rüber. So, zack. Und dann stellen wir die mal ganz kurz auf. Tja, machen wir mal sowas wie 100 ungefähr. Wir dürfen das haltzeigende Signal sogar überfahren. Dann würde ich mal sagen, machen wir die Türen dicht. Schließvorgang eingeleitet. Perfekt. Das klang gut. Türen sind somit geschlossen. Bremse ist gelöst. Und dann würde ich sagen, geht es los. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach, bisschen früh gedrückt. Zugbeeinflussung. 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 So, PZB-Einrichtung am Fahrzeug ist drüber. Das heißt, jetzt können wir ganz entspannt hier rausrollen aus dem Bahnhof. Jetzt erstmal noch hier mit aktuell. Oh! Hätten theoretisch schon Freigabe bis 80 km/h, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Was? So, gerettet. Okay, und jetzt geht es los. Ja, München-Augsburg, finde ich eine schöne Sache. Wir haben somit wieder was für den ICE3. Deswegen nehmen wir den auch direkt mal her, weil ja, ICE3 ist doch immer wieder was Schönes. Ich denke, viele haben lange gewartet, dass er da ist. Und jetzt hat er auch endlich ein bisschen Auslauffläche. Weil ich meine, hier können wir bis zu 230 km/h fahren. Also schon ein bisschen zügiger, sage ich mal. Aber gleichzeitig haben wir halt hier auf der Strecke noch dann ein wenig S-Bahn und ein wenig Regionalexpress. Also schon ein bisschen mehr, sag ich mal. Sehr schön das Ganze. Ich habe allerdings gehört, dass es da gerade für die Konsolen Leute etwas Probleme geben dürfte, weil es scheint wohl echt ein Problem zu sein bei diesen größeren Strecken mit dem Speicher. Deswegen ist die Konsolenversion dann wohl teilweise ein bisschen eingeschnitten, zumindest was den Umfang an möglichen Zügen geht, beziehungsweise ja, was es an Zügen zu fahren gibt dann. Weil da musste man wohl dann hier und da ein paar Kompromisse fällen. Ja, also da macht sich dann eben teilweise die begrenzten Möglichkeiten da machen sich dann bemerkbar. Jetzt sind wir auch hier in der LZB aufgenommen worden, sehr schön. Die AFB mal ganz kurz nach oben. Aber da kann ich jetzt leider nicht genau sagen, was da jetzt eingegrenzt wurde. Aber es gibt wohl hier und da ein paar weniger Fahrten, die man quasi auswählen kann. Weil der ganze Fahrplan wohl einfach zu viel Speicher braucht, beziehungsweise generell zu viel Kapazität. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das hier auswirkt. Ich schaue mal nebenbei so ein bisschen auf die Auslastung. Kann ich auch mal vielleicht dazu ein paar Worte hier und da verlieren. Aber ansonsten läuft es soweit ganz geschmeidig. So, jetzt sind wir auch direkt schon hier auf der Schnellfahrtrasse. Das heißt, das sollte jetzt gleich auch ordentlich schnell gehen.
Und ich freue mich schon auf den München Hauptbahnhof, weil da war ich tatsächlich des Öfteren jetzt. Und ja, den sollte man ja wieder erkennen. Das ist ja, ja kein schöner Bahnhof irgendwie, aber trotzdem, er ist sogar denkmalgeschützt. Und ja, irgendwie hat er auch seinen Charme und er ist ja jetzt auch schon einige Jahre alt. Ja, und dann halt noch so ein klassischer Kopfbahnhof, also hat alles irgendwie dann doch seinen Charme. Aber besonders schön finde ich ihn, um ehrlich zu sein, nicht, aber sehr markant. So. Alles grün soweit, aber wie gesagt, wir haben jetzt unsere LZB hier am Start. Das heißt, das sollte jetzt eine sehr entspannte Fahrt sein, weil wir haben keinen Halt hier. Das heißt, wir können jetzt hier einfach schön durchknallen. So, schauen wir kurz. Ja genau, in 1,3 Kilometer geht es dann auch schon auf die 230 km/h. Da rechts ist, glaube ich, der Kollege, den wir vorhin abfahren gesehen haben. Den überholen wir natürlich jetzt leicht hier. Ah, da kommen uns Doppelstockwagen entgegen. Natürlich auch mit einer Lok dahinter, die 146. Sehr schön. Ja, so habe ich es gerne. Ich meine, das macht halt auch so eine ja, viergleisige Trasse aus. Da ist halt immer was los. Dann kommt mal ein Güterzug. Dann kommt mal wieder ein RE, S-Bahn. Dann im Raum München gerade. Ne? Da ist ja dann auch ordentlich was los. Da bin ich mal gespannt. Ich habe schon gesehen, es gibt auch ein Szenario, wo man dann mit dem ICE ins Betriebswerk fahren muss. Ja. Also was ist dann eben auch hier mit dabei. Schauen wir kurz nach draußen. Unser Klimaschützer macht sich hier ganz gut. Zugspitzensignal. Das sieht jetzt sehr aus, aber es ist an. Sieht man halt nur die LEDs. Bei diesem wunderschönen Tageslicht. Es ist sowieso ja eher eine Markierung. Wir wollen ja nichts sehen. Wir wollen ja nur gesehen werden oder als vorwärtsfahrendes Fahrzeug identifiziert werden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also doch, man kann es eigentlich machen. Man kann mal ein bisschen vergleichen zwischen den Simulatoren. Weil hier fällt einem dann auf, dass Wolken einfach, ja, ich finde immer noch, dass da Luft nach oben ist. Also, es ist letztlich egal. Es ist mir wirklich egal. Also, ich finde die so auch nicht schlecht. Aber es ist nur wahnsinnig, wenn man sieht, wie sich das entwickelt. Also, ich meine auch vor 10 Jahren, was war die Zugsimulation da? Das waren ein paar ganz wilde Texturen. Und ja, eine Fahrphysik und ja, das, was man halt mit der Rechenleistung so alles anstellen konnte, war auch schon nicht schlecht, aber ich meine, wenn man jetzt sich das hier anschaut, fahren jetzt hier gerade wunderschön schon mit über 200 über die Schnellfahrtrasse. Perfekt. Ja, also das sieht schon echt ordentlich aus, finde ich. Also gerade wenn man sich hier so kleine Details anschaut, also es ist schon... Das ist schon echt gut. Deswegen, wie gesagt, das mit den Wolken ist mir nur gerade nochmal aufgefallen, weil ich finde, die sehen irgendwie so flach aus. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel aus der Flugsimulation mal rüberschaut auf die Zugsimulation, dann fällt einem sowas natürlich gravierend auf, sage ich mal. Aber schlimm ist es natürlich für eine Zugsimulation nicht. Aber wer weiß, vielleicht haben wir dann im nächsten Zugsimulator dann wunderschöne Wolken mit Echtwetterfunktion und allem drum und dran. Ja, wer weiß. Also der Umfang wird ja nicht kleiner. Ich meine, zum Beispiel, dass die Bäume sich im Wind ein bisschen bewegen, was sie, meine ich, tun. Ja, das ist eigentlich auch komplett irrelevant für eine Zugsimulation. Ja, jetzt knattern wir hier durch. Ganz geschmeidig. Wo sind wir denn eigentlich gerade hier? Ich habe nämlich den Überblick verloren. Da sind wir schnell unterwegs. Mering, sagt eine Frau. Okay, dann hi, Mering, okay, dann sind wir da gerade, okay, dann fahren wir jetzt durch Mering durch, dann kann ich mal so ein bisschen den Überblick behalten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach Augsburg-Hochzoll da, der Abzweigung, habe ich da irgendwie ein bisschen den Überblick verloren. Ja, und dann kommt noch erschwerend hinzu, so, genau, das ist jetzt Mering, der Bahnhof, hinzu kommt natürlich noch, dass ich selten hier vorne sitze, wenn ich diese Strecke fahre, das ist dann eher hinten im Bordbistro. Bordbistro vielleicht dann mit einem leckeren, kühlen Getränk. Das ist so mein kleines Ritual. Ich mag Bordbistros. Naja, und dann lasse ich die Landschaft einfach schön an mir vorbeirauschen. Schön. Nee, ich bin echt ein Bordbistro-Fan. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gesagt. Also ich halte mich gerne da auf. Jetzt nicht mal um
groß was zu essen, weil das Essen, ja, teilweise geht's schon, aber naja, aber einfach nur, um dieses Feeling zu haben. Bordbistro-Feeling. Das ist schon immer toll, wenn man hier so entlang kachelt. Das macht schon Spaß. Also es ist natürlich relativ überschaubar vom Arbeitsaufwand, also man muss halt die Strecke im Blick behalten und Rest regelt eigentlich ja meistens die LZB. Hier haben wir jetzt irgendwas Interessantes. Die Masten verschwinden gefühlt immer ein bisschen, aber das könnte auch mit der Bewegungsunschärfe oder sonstigem zu tun haben. Wobei Bewegungsunschärfe ist eigentlich ausgestellt. Wobei, na, die Räder machen immer noch, was sie wollen. Aber das ist interessant, immer wenn ein Mast vorbeigeht. Aber gut. Aber sonst ist es schon echt krass, vor allem jetzt hier diese Kurven. Das sind ja wirklich wahnsinnig sanfte Kurven. Aber ich finde, die sehen schon echt krass aus. Gerade hier Richtung Frankfurt da, die Schnellfahrtstrecke, wo es so ein bisschen hoch und runter geht, da ist es dann halt auch nochmal ein Stückchen krasser. Weil da hat man echt das Gefühl, man ist auf einer Achterbahn, beziehungsweise die Züge sind auf einer Achterbahn. Hier, schöner Güterzug, wunderbar. Gerade wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, dann schaut man rüber und denkt sich, boah, das sieht so steil aus. Aber es ist überhaupt nicht steil. Es täuscht nur ein wenig, gerade weil die Autobahn dann manchmal ein anderes Gefälle oder eine andere Steigung hat als eben die Bahntrasse. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, einfach mal so ein Führerstandsvideo sich reinzuziehen. Es sieht echt unglaublich aus. So. 230 Top Speed auf der Strecke hier erreicht. Während wir hier durch, das müsste jetzt Haskelmoor sein, durchrauschen. Das ist schon echt eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Wenn man sich jetzt überlegt, dass letztens ein Auto mit, ich glaube, 500 noch was km/h den Geschwindigkeitsrekord für Serienfahrzeuge gebrochen hat. Also, ja, in was für einer Zeit leben wir. Nee, es ist schon wahnsinnig. Ich finde, bei so einer Geschwindigkeit muss man sich auch nicht groß beschweren, dass es noch schneller gehen könnte. Also ich meine, so ein TGV, wenn er dann seine 300 fährt, oder ich meine hier teilweise auf den Schnellfahrtstrecken, das ist schon faszinierend, aber ich finde, auch so kommt man echt gut voran. Das macht schon Eindruck. Knallt schon gut. So. München ist jetzt nur noch schlappe 32 Kilometer entfernt, also es geht echt ratzfatz. Und auf München, wie gesagt, ich bin echt gespannt. Gerade das Gleisvorfeld, was dann da alles so los ist. Tja, da werden wir dann auch sehen, was uns noch fehlt. Was meiner Meinung nach total fehlt, ist ein klassischer Intercity. Irgendwelche alten Intercity-Wagen hinten dran gehangen und 101 oder sonst was vorgespannt und dann auf geht's. Das wäre noch eine schöne Sache. Ich meine, inzwischen kann man ja mit Repaints hier schon ein bisschen nachhelfen und zum Beispiel den Regionalzügen dieses Intercity-Outfit quasi anpassen. Aber naja, wäre nochmal schöner, wenn da wirklich hier ein Fahrzeug mit drin wäre, was dann diese Intercity-Rolle übernimmt. So, fliegen wir mal ein bisschen rum hier. Schauen uns das Ganze mal ein bisschen aus der Vogelperspektive quasi an. Mal ein bisschen Landschaft auf uns wirken lassen. Hier der nächste Regionalexpress. Oh ja, das ist doch schön. Das ist doch herrlich. Genau, jetzt kommt hier... Was ist das für ein Kollege? Ah, das war auch wieder eine 425, glaube ich. Ja, aber hier kann man sich schon vorstellen, dass... ja, dass das einiges an Leistung frisst. Wenn man jetzt hier zum Beispiel 4-5 Züge auf einem Gleisabschnitt hat, die dann fahren mit Fahrplan und sowas. Ja. So, da ist das besagte Bordbistro, wo ich mich gerne mal aufhalte. Gerne auch am Stehplatz. Was, da hat keiner ein Bierchen oder sowas? Ah, hier im Abteil für das Zugpersonal sitzt auch jemand. Wunderbar. Haben wir eigentlich...
Ich will jetzt nicht aufstehen, aber ich glaube, wir haben noch diese... Jetzt ist die Scheibe gedunkelt, ne? Ja. Wir haben ja hinter uns diese Milchglasscheibe. So. Ja. Jetzt kommen wir tatsächlich gerade wieder in diese Bedrulle. Es passiert quasi einfach nichts. Also, es ist wahnsinnig spannend, hier so schnell entlang zu kacheln. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, Hochgeschwindigkeit, ich gehöre auch teilweise dazu, aber es ist irgendwie einfach faszinierend. Also, es ist zumindest immer so eine Sache, wo dann jeder einen fragt, warum mag man das eigentlich? Ich weiß nicht, ich finde, das muss man nicht groß argumentieren, aber es ist natürlich immer eine interessante Frage, weil jetzt gerade macht man theoretisch nichts, aber trotzdem finde ich es faszinierend irgendwie. Weil erstens habe ich auch ein bisschen Hochachtung vor diesen Geschwindigkeiten und dieser Brückenpfeiler, der war irgendwie gefühlt ein bisschen nah an den Gleisen. Bloß nicht den Kopf aus dem Fenster strecken, aber das macht man bei 200 sonst was sowieso nicht. Aber aber ich finde es trotzdem faszinierend. Auch wenn jetzt vielleicht gerade nicht so viel passiert, also wenn wir jetzt beispielsweise mal hier mit dem Regionalzug entlang fahren, dann passiert da auch mehr. Aha. Jetzt gleich passiert sowieso ein bisschen was. Jetzt geht es nämlich runter auf die 160 und dann... Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann wir aus der LZB rausgeschmissen werden, aber da müssen wir dann natürlich Obacht geben. Nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde es einfach trotzdem faszinierend. Auch wenn vielleicht gerade mal nicht so viel passiert. Das ist einfach generell die Begeisterung, glaube ich, dann so ein bisschen für Züge. Und da muss man auch nichts groß rechtfertigen, das ist halt so. Ich meine, jeder Jack ist anders und... Ah, 155, sind wir, glaube ich, gar nicht im Video gefahren. Aber da stand sie. Also man sieht, es ist schon ein bisschen Abwechslung da. Nee, was ich sagen wollte, ist halt so. Muss man ja nicht verstehen, ne? Bin zum Beispiel kein Fußballfan und da denken sie auch manche, meine Güte. Spinner. So, jetzt haben wir sehr sanft hier gebremst. Haben wir noch... Das sind ja 3000, ne? 3 Kilometer, ja. Bisschen... Ich würde gerne nochmal reinzoomen, aber ja, genau, jetzt gleich haben wir die 2 Kilometer Marke geknackt hier. Ja, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Züge man generell hier fahren kann. Und dazu muss ich auch sagen, ich finde die Übersicht inzwischen hier in Trains World 2 ein bisschen schlechter als vorher. So. Ja. Ja. Hat er es jetzt? Gleich blinkt es, glaube ich, nochmal kurz, ne? Ich sagte. Eieiei, gleich. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Wir hören gerade unseren Alleinunterhalter. Boah, endlich Ruhe. Okay, es hat geklappt. Ich war mir gerade tatsächlich ein bisschen unsicher, ob der es jetzt gefressen hat oder nicht. Aber scheinbar hat er es gefressen. So. Kam uns ein Kollege entgegen. Jetzt lässt uns gerade keine Leistung mehr aufschalten. Oh, 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 oh. So, jetzt haben wir es. Okay, jetzt kann es weitergehen. Er hatte nur gerade seine Problemchen mit der AFB. Ja, und vorhin, das war jetzt gerade irgendwie... weiß nicht, warum der jetzt so lange rumgemeckert hat. Also ich habe dann auch verzweifelt gedrückt, was das Zeugs hält. Irgendwie hat er sich da, glaube ich, ein bisschen verhaspelt. Aber wir hatten keine Zwangsbremsung, also alles gut.
peinlich ist, die Fahrgäste hinter mir, die kriegen das natürlich schon mit, die hören dann die ganze Zeit Zugbeeinflussung und dann, wenn da vielleicht einer drin sitzt, der sich ein bisschen auskennt, der denkt sich dann auch nur, oh, was macht der denn da vorne? So, was sagt er mir? Ja, die sind ja angekündigt, genau. Jetzt einfach ganz entspannt, bisschen. Ah, da rechts stehen auch einige Fahrzeuge abgestellt. Nein! Ja. Da war noch ein Prüfmagnet verbaut. Und der hat mir jetzt den Gar ausgemacht. Also sowas weiß man natürlich, wenn man streckenkundig wäre. Also ein vermeidbarer Fehler, und zwar durch, ja, streckenkundig sein. Haben wir es? So, perfekt. Ja, okay, also da war einfach noch mal kurz ein Prüfmagnet mit reingebastelt. Kurz vor der Geschwindigkeitsbegrenzung und der hat mir einfach das Genick gebrochen. Tja, doof. Ja, also das ist, wie gesagt, da wollte ich jetzt mal ganz sparsam fahren und mich reinrollen lassen und nicht die Bremsen belasten. Wobei, naja, theoretisch kann er auch rekuperieren hier. Ah, da fährt ein Kollege mit der 423 in der S-Bahn. Sehr schön. Nee, aber war dann doch zu langsam. Wir hatten, glaube ich, 140 noch drauf. Und das geht ja nicht. So, sonst habe ich aber nichts übersehen, ne? Nö, 130. Passt. Ja, da gibt es ja teilweise dann auch so fiese Sachen, dass dann teilweise da nochmal ein Überwachungsmagnet drin verbastelt ist, der dann teilweise sogar eine niedrigere Geschwindigkeit prüft. Das sind dann so diese Tücken. Die muss man dann wissen oder, tja, oder man hat halt verkackt. Habe ich zumindest mal so gehört. Ich bin ja selber kein Triebfahrzeugführer. Aber das ist wohl manchmal echt dann unschön. Vor allem, man hat ja in dem Sinne dann nichts verbrochen. So, jetzt langsam wird es ja auch konkret. Jetzt kommen wir schon, quasi schon auf diesen breiten Zubringer Richtung München. Und ich freue mich jetzt schon auf den Hall-Effekt in der Halle von München Hauptbahnhof. Das wird, glaube ich, echt ein Fest. So, hier fehlt mir jetzt zum Beispiel ein bisschen Leben. Also da links steht jetzt nichts abgestellt und hier fährt jetzt gerade auch nichts. Hm. Aber es beginnt schon ein wenig zu ruckeln. Ja, Auslastung ist immer so irgendwo im oberen Bereich. So, jetzt zweigen wir hier nach rechts ab. Einmal drunter durch. Das ist immer so lustig. Hier sind ja sehr viele Balkone auch und teilweise auch Privatwohnungen halt. Und weiß nicht. Es ist, glaube ich, ein ganz netter Ort da. Kann man schön Züge gucken. Kann einen, glaube ich, auch ziemlich auf den Senkel gehen. Vor allem alle können auf den Balkon schauen. Ja.
Aber ist bestimmt auch nett. Weiß nicht, sind die Wohnungen dann günstiger? München? München ist ja grauenhaft von den Mietpreisen. Ah, ich denke nicht mal das. So, da haben wir noch einen Klimaschützer. Ich glaube, alle ICEs, die jetzt hier rumfahren, sind übrigens die schnellsten Klimaschützer Deutschlands. Da hinten ist auch, das meine ich, auch so eine ICE-Wartungshalle oder kommt die noch? Bin mir gar nicht ganz sicher. Jetzt merken wir auf jeden Fall, jetzt kommt München dazu. Ah, hier sind die Hallen. Auch genau. Fahren wir auch gleich hier an der Waschstraße quasi vorbei. Ja, ja, keine Zwangsbremsung. Psst, alles gut. So, jetzt. Jetzt merken wir hier tatsächlich auch, dass die Performance ein bisschen runtergeht. Also München ist dann schon mal ein anderes Kaliber. So, da rechts sehen wir jetzt auch die... Bitte was? Ach so, ja klar. Ja, das war jetzt mit Fleiß über den 500-Hertz-Magneten gebrettert. Ja. So. Ah, okay. Passt aber. Wenn wir jetzt langsamer reingefahren wären, ohne Zwangsbremsung, dann hätten wir sogar einfach durchfahren können. Aber gut. So, da war die 500-Hertz-Überwachung. Genau, vorm Signal natürlich nochmal schön gesichert, dass wir auch ja nicht zum Beispiel hier in den Zug reinrauschen. Den Kollegen hier. Ah, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt. So, hier ist auf jeden Fall, das wollte ich zeigen, die Waschstraße. Weiß ich gar nicht, ob man die auch durchfahren kann hier. Das wäre auch eine schöne, lustige Sache. Gab es doch eigentlich mal bei Trains in the World hier bei dem... Irgendein amerikanisches war das. Da konnte man doch sogar durch eine Waschstraße fahren. Das fand ich ganz interessant. Also es ist zwar eigentlich... Ja, fährt man halt durch, ne? Aber es ist schon eine nette, abwechslungsreiche Sache. Naja, hier sehen wir überall Klimaschützer. Ich hätte jetzt gern noch diesen mit dem blauen Streifen, mit diesem Europa-Design. Mit 50 darf man da durchfahren. Das bezweifle ich, dass man durch die Waschstraße mit 50 durchfahren darf. So. Wir sehen zwar jetzt viel von der Landschaft, aber... Ich würde sagen, in München werden wir erstmal aus dem Führerstand rausgezerrt und in einen Aufbaukurs reingesteckt. Also, das ist ja eine saumäßig schlechte Leistung, die ich hier gerade als Lokführer abliefer. Also, es ist echt unter aller Sau und unterirdisch. Aber egal, wir sind in München. Und jetzt müssen wir natürlich mal ganz kurz aufpassen. Weil wir hatten gerade noch die 500-Hertz-Überwachung. Wir konnten uns nicht rausbefreien. Und ich habe dann auch das Signal nicht bestätigt. Und dann kam eines zum anderen und Zwangsbremsung. Tja. So oder so ähnlich hat sich das gerade zugetragen. So, warten wir kurz. Nee, können uns noch nicht befreien. Was, wenn der 1000-Hertz-Leuchtmelder jetzt gleich mal sich verdrückt? Wenn er das mal täte. Hm? Na, probieren kann man's, ne? Ne, da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Ja, das Gebäude da links haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was da für eine Firma drin sitzt, aber da ist auch viel Grünzeugs drin. Das ist ja so eine schöne Glasfassade, wo man reinschauen kann. Machen wir den blöden Sonnenschutz mal wieder hoch. Ja, doch, das passt schon.
wirkt schon authentisch, finde ich. Wie gesagt, jetzt müsste nur noch das ein oder andere Fahrzeug hier uns entgegenkommen. Ich meine, gerade in München ist ja einiges los. Dann kommen welche aus Österreich oder sonst wo. Die ganze ICE-Flotte tingelt hier rum. Ja, von den Regionalzügen mal ganz abgesehen. Hier ist ja auch einiges los. Ist ja ganz wild hier im Bahnland Bayern. Dann kommt Meridian oder wie sie alle heißen. Also da ist ja dann ordentlich was los. Da links unten ist auch der Busbahnhof, soweit ich das jetzt von hier aus sehe, dargestellt. Ah, ist schon schick. Ist schon schick. Hier das Stellwerk. Schön. Ja, und da vorne sehen wir sie, die große Halle. Vom Münchner Hauptbahnhof. Faszinierend. So, genau. Kopfbahnhof heißt natürlich auch für uns jetzt mit 30 km/h hier reinzurollen. Fahren wir sowieso gerade nicht schneller, also passt das. Aber nichts los. Also so sieht man den natürlich eher selten. Hier da an der Ecke ist übrigens ein schöner Modellbahnladen drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da jetzt irgendwie noch nie drin, aber ich habe draußen immer gerne durchs Schaufenster reingeschaut, weil ich war immer irgendwie außerhalb der Öffnungszeiten drin. Oder da in der Nähe zumindest. Ja, und da ich gerade sowieso eigentlich keinen Platz für eine Modellbahn habe, ist das dann sowieso immer ein bisschen witzlos, aber naja. Gucken kann man ja. So. Jetzt haben wir natürlich diese blöden Markierung an. Einen Moment, die muss ich mal ganz kurz noch ausmachen. Also, nee, das will ich nicht. Wo sind sie denn? Warum sind die wieder an? Ich mag euch nicht. Also, ist schon ganz hilfreich vielleicht, aber ich find's nicht schön. So, und jetzt müssen wir es eigentlich kurz in der Außenansicht anhören. Jetzt sollte es ja auch. Hals hier drin? Das Horn ist relativ leise, aber. Gasthäuser, Reifen.de, finanzielle Dienstleistungen. So, wunderbar. Ja, ja, klang schon ganz okay, würde ich mal sagen. Türen geöffnet. Ich weiß nicht, bei anderen Sachen, bei anderen Strecken hatten die so einen Hall-Effekt. Den fand ich sogar gar nicht mal so schlecht. Der war zwar vielleicht ein bisschen überzogen. Ah, tja, hier haben wir es. Endlich. Bitte nicht einsteigen. 2 Minuten zu spät. Stimmt das? Glaube ich nicht, aber naja. Also hier haben wir jetzt tatsächlich auch die Anzeigen mit dabei. Augsburg. Wo geht's hier hin? Kommen wir da nicht weiter? Achso, ich habe noch die falsche Ansicht. Hier haben wir noch Augsburg. Das hatten wir gerade. Ulm. Dinkelscherben. Berlin. Frankfurt. Das ist schon nicht schlecht. So, und hier, ja. So ist es. Hier gerade alles zu, ne? Wegen Corona und so. Ne, interessant. Ja gut, hier, ja, da muss man sich jetzt tatsächlich drüber streiten. Weil hier geht's ja eigentlich dann noch weiter. Hier ist ja dieser Durchgang, da oben kann man dann auch noch entlang gehen. Und eigentlich sieht man da ja nicht direkt das nächste Gebäude durch, weil, ja, da stehen ja auch in der Mitte Gebäude, so kleine Hütten und sowas. Aber gut. Ich meine, die Außenwelt ist sowieso nicht ganz so detailliert simuliert. Hier geht's dann ja runter. Ja, gut. Aber ich meine, man hält sich ja auch eher hier auf. Und hier finde ich so, wenn man sich das so anschaut, sieht's aus wie ein ganz frisch neu gebauter
Hauptbahnhof von München. Und ich habe gerade irgendwo da was gehört. Wo kommt ihr denn hoch? Da kommt ihr hoch. Ich glaube, es kam von da. Tatsache. Ja, und da kämpft sich gerade eine S-Bahn hier aus dem Tunnel. Also sie sind natürlich hier auch mit am Start. Sehr schön. So, genau. Ja, hier ist der Busbahnhof. Ja, und hier ist auch was los. Der S-Bahn-Verkehr in München. S-Bahn München. Wunderbar. Ja, okay. Also haben wir einmal die komplette Strecke gesehen. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal reinschreiben, wie die so auf euch wirkt. Also ich finde, hat auf jeden Fall was. Vielleicht hier und da ein bisschen, wo man jetzt meckern könnte, aber... Ja, kann man sich jetzt selber entscheiden, ob einem das wichtig ist oder nicht. Aber an sich finde ich das so schön. Das Einzige, was jetzt wirklich fehlt, ist Leben irgendwie. Es wirkt gerade sehr tot. Naja, aber ansonsten finde ich schöne Strecke. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, tja, bis dahin. Tschüss, euer Zingis.